Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Es ist Dauerregenzeit, das ist richtig cool, weil wir konnten gut handeln in der letzten Folge, indem wir Wasser eingesetzt haben. Das war sehr gut und wir finden hier auch coole Sachen. Valium haben wir schon gefunden, Ventil war nicht dabei, Seil hatten wir jetzt ganz gut gehandelt. Wir brauchen die Streichhölzer nicht wirklich, dafür nehmen wir lieber hier mal so ein Ventil mit. Und Kunststoff müssen wir auch mitnehmen, dafür lassen wir zum Beispiel Kohle da. Und den Kalk können wir eigentlich auch schon mal hier lassen, oder? Ja, machen wir lieber so. Okay, hier steht jemand unter der Dusche. Ah, die Maria ist es. Die Maria. Die, in den Betten sehen die immer alle aus wie Erwachsene. Das ist ganz, ganz komisch. Deswegen wusste ich nicht genau, wer sich da hinter verbirgt. Aber es ist die Maria und die gucken wir uns gleich nochmal an. Ah, hier ist sie. Wahrnehmung 3. Ist nicht so doll. Wie sieht's denn... Warte mal. Wie sieht's denn aus? Können wir denn so ein Ding hier mal bauen? So ein Fernglas? Das wäre drin, Freunde, das wäre drin. Ein Scharnier, Linse, Rohr. Machen wir mal. Bauen wir mal so ein Ding. Vielleicht können wir damit ihre Wahrnehmung ein bisschen pimpen und dann geht die da mal den Süden ein bisschen erkunden. Als One-Man-Kommando. Oder auch nicht. Wir haben keine guten Waffen mehr. Ah, nee, guckt mal. Die Kleine. Nee, das kann man eigentlich nicht machen, oder? Nee, das kann man nicht bringen. Aber wir warten mal, bis der Conny vielleicht noch aufwacht. Er geht nicht. Mist, einer muss im Bunker bleiben. Doof! Mal schnell jemanden rekrutieren jetzt. Tja. Na, mal schauen. Nö, alleine bist du nicht, Michelle. Überraschung, wa? Teamwork. Ja, du kämst mir wie gerufen, aber da mit den Stats, Leute, wirklich nicht. Nee. Nee, so nötig haben wir es dann doch nicht. Ehrlich jetzt. Der Jens hat Stärke nur 1 und ballert da die Leute weg. Krass. Ja, Leder ist gut. Metall geht nicht. Einmal bleiben hier. Metall geht mit, Freunde. Ja, so bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Achso, die Nahrungsmittel können wir natürlich auch noch mitnehmen. Ja, dieses Ding haben wir ja schon. Könnten wir hier lassen. Können wir auch mitnehmen. Wir müssen es auf jeden Fall nicht mit im Bunker schleppen. Dass ich das mal nicht vergesse. Oh, ich sehe es doch schon wieder kommen. Vielleicht können wir ja doch jetzt noch so einen Wassertank aufstellen. Nee, können wir nicht. Kein Kunststoff. Ah, schade. Ja, und wenn wir mit dem Conny losrennen? So eine Entdeckungstour da unten? Wäre doch vielleicht eine Option, oder? Jetzt hat der Regen auch wieder aufgehört. Na, mal gucken. Wie die sich erstmal schlagen, die unterwegs sind, die 4 Leute. Ja, das ist ja auch noch nicht so ganz raus. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein jämmerliches Stück Dreck? Na, tolle Wurst. Scott und Margaret. Ah, wir wählen mal. Haben wir Margaret keine Waffe mitgegeben? Hat die ihre bloßen Fäuste? Das ist ja großartig, Freunde. Ich wusste doch irgendwas. Na gut, dann darf der Scott sich jetzt... Ich weiß es nicht. Wir werden mal an Betracht der Tatsache, dass die Margaret jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgerüstet ist, werden wir mal versuchen zu fliehen. Das geht nicht. Wir versuchen es mit Überwältigen. Dann gibt es einen Widerstand. Ja gut, Margaret... Halt die Fäuste oben. Fäuste oben halten, Margaret. Komm, gib dir ein bisschen Mühe wenigstens. Scheiße. Ja, überwältigen. Boom. Margaret gegen Margaret. Das, Boom. Jawoll. Das war knapp, Freunde. Antibiotika nehmen wir natürlich, ja, wir nehmen alles mit. Warum hat die Platz von 99? Das verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Geschicklichkeit ist hochgegangen. Scott hat noch ein bisschen Trauma. Alles gut. Oh, das war knapp. Knappes Ding, Freunde.
Säge haben wir auch schon. Buch haben wir auch schon. Können wir denn Metall noch stacken? Jo, können wir. Klebestreifen nicht. Kabels. Kabels sind auch wichtig. Brauchen wir nämlich zum Verbessern. Klebestreifen brauchen wir nicht unbedingt. Das Gedöns brauchen wir auch nicht. Schutzschalter jetzt auch nicht. Linse. Ah, Spielzeug können wir schon noch mitnehmen. Haben wir ja noch nicht. Wasser, was, Samen kann hier bleiben. Die Werkzeuge haben wir alle schon, ne? Wasser lassen wir auch mal hier. Dann nehmen wir doch noch die zwei Schalter mit und vielleicht das eine Buch. Vielleicht fangen wir auch mal an zu lesen. Aktuell toben wir uns ja eher am Boxsack aus. Ja. Ich finde, das passt. Ja, doch, das ist okay. So, Conny, altes Haus, den können wir losschicken. Den können wir eigentlich mal losschicken. Der hat Wahrnehmung 9. Zumindest mit dem Rohr könnten wir ihn ausstatten. Wenn es allzu brenzlig wird. Wieso duschen der jetzt? Verstehe ich nicht. Jetzt muss er natürlich aufs Klo. Ja, beim Duschen. Da muss man dann aufs Klo. Naja, wenn das Wasser so tröpfelt und so rauscht, ja, ist ja wirklich so, ne? Wenn man da mal so leicht pinkeln müsste und steht neben dem rauschenden Bach, verstärkt sich dieses, der Harndrang schon, finde ich. Ja, so, Wolle. Nehmen wir mit Rohr, haben wir noch 9. Ja, komm, Farbe hier lassen, Rohr mitnehmen und los geht's. Dann schicken wir einen Conny los. Ist klar, ist das Risiko, aber. No risk, no fun. Das heißt, wir gehen mal hier ruhig. Da. So, irgendwie so ein bisschen im Zickzack, weiß ich auch nicht. Mal gucken, was er so findet. Also, wenn das Haus schon zu einer Ortschaft gehört, dann müsste die ja sich hier irgendwie. Nee, das nicht. Das können wir noch so ein bisschen verziehen hier. Müsste die ja hier irgendwie zu finden sein. Dann sollte er das mit seiner Wahrnehmung von 9 auch sehen, was da in der Nähe ist. So, Rohr auf jeden Fall, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und das Fernglas nehmen wir mit. Und na, die eine, das können wir uns schenken, ganz ehrlich. Ein Schuss. Bah. So, sie kann mal hier ein bisschen putzen. Sie hält die Stellung, die Maria. Das, sieht krass aus. Apotheke. Wir haben die richtigen Teile, um ein System zu verbessern. Was könnte das denn sein? Also hier ist es nichts. Hier, ja gut, die Haltbarkeit vom Wasserfilter, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Anzug nehmen. Den können wir auch schön reparieren. Gar kein Problem. Ach, sie kann das hier. Sie schafft das, glaube ich, ganz gut hier alleine, ne? Verbraucht sich ja nicht viel, wenn sie hier ganz alleine ist. So, reparieren. Zack. Und einmal gucken, was so geht in der Apotheke. Oh ja, Valium ist gut. Können wir noch ein bisschen stacken. Antistrahlungspillen müssen wir mitnehmen. Antibiotika müssen wir mitnehmen. Holz nicht unbedingt. Nagel nehmen wir nochmal mit. Schalter nehmen wir auch mit. Können wir nämlich stacken. So. Sicherung zum Verbessern, ja. Zement lassen wir schon mal hier, nehmen die Antistrahlungspillen mit und dann lassen wir nochmal die Platte hier und nehmen Antibiotikum mit. Lebensmittel ist okay, Brennstoff auch. Ja, die zwei Stacks, die behalten wir uns mal. Die Feder könnten wir hier lassen. Und dann doch die Schallplatte oder das Holz? Schallplatte. Die können wir auch mit im Bunker nehmen, das wäre nicht so dramatisch. Gut. Übertragung annehmen, kleines Haus, okay. Ort durchsuchen. Naja, gut. Und wieder Gefahr. Und es ist wieder die Margaret. Und die zieht das Pech doch irgendwie an. Oh, ist eine Vierergruppe. Hallo, wer ist da? Ja, der Scott und die Margaret. Grüß euch. Ah. Eieiei.
Gut. Also ich würde mich interessieren für euer Rohr und die Schaltplatte auch. Und dafür würden wir euch hier einen Haufen Scheiß geben. Zack. Ist das was, Freunde? Was sagt er denn dazu? Glühbirne, Handelswert 8, krass. So. So würde ich das machen wollen. Das Zeug, was wir euch gegeben haben, brauchen wir nämlich eh nicht, aber das wisst ihr nicht. Und von daher sind sie vielleicht ganz zufrieden damit. Oh Mann, wie schnell das gehen kann, ne? So eine Vierergruppe, lass sie aggressiv sein. Bums. Alles aus. Alles aus. Und es geht schon wieder weiter. So, Carola und Jens, die haben schon hier schlimme Situationen überstanden. Oh, der Jens ist eigentlich ganz geschickt. Ganz geschickt ist der, aber ist das Intelligenz oder Stärke? Keine Ahnung. Oh Mann. Okay, wir gucken einfach mal. Freies Zimmer. Wollen wir es machen? Komm. Geil. Das war sehr gut. Melissa. Wenn die mal nicht strahlenkrank ist. Heieiei. Wow, das ist aufregend. Ich kann es gar nicht erwarten, deine Basis zu sehen. Die ist bestimmt spitze. Basis. Basis klingt auch cool. Ja klar, du bist spitze. Herzlich willkommen. Coole Sache. Das war richtig, das war gut. Dass wir da eine Weile gewartet haben und nicht gleich jeden Erstbesten uns hier angelacht haben. So, wir hauen mal den Stack voll, den Stack auch. Die Platte können wir auch noch zusammenhauen hier. Feder, nein. Cool. So, und da kommt sie auch schon. Na Mensch. Ah, komm erst mal an. Kleines Haus, etwas gefunden, okay. Das machen wir voll, das machen wir voll. Also zumindest fast voll. So, Nagel ist auch noch ganz gut. Ja, Batterie. Wir brauchen Batterie. Wir brauchen Batterie zum Verbessern des Filters da oben. Motor haben wir 7, Schutzschalter. Nehmen wir noch einen Motor mit. Wir brauchen noch hier, ne? Wir brauchen Batterie, ja. Batterie und Drähte sind wichtig und Gummi ist auch wichtig für unsere Werkbank. Gummi, Batterie und Drähte. So. Ist notiert, Freunde. Ist notiert. Ja. Ihr wisst, mein Kurzzeitgedächtnis ist jetzt nicht das Beste. So. Bei diesem kleinen Haus, wir wollen natürlich in das kleine Haus reingucken, also müssen wir natürlich auch mit den fremden Leuten sprechen und in den auch einen Apfel beißen, aber es ist hier Christine. Christine sieht sympathisch aus, Conny. Ah, will nicht handeln, okay. Jetzt können wir aber zumindest mal in dieses Haus, was wir da unten schon mal gesehen haben, hoffentlich gleich mal reingucken. Ah, jetzt kann hier erstmal die Melissa reinkommen. Melissa! Oh, jetzt rennt sie aber plötzlich. Jetzt will sie es aber wissen. Wir stellen sie mal auf automatisch. Eine kleine Fabrik, ja, mal gucken. Kleine Fabrik ist vielleicht nicht so gut wie eine große. Mal gucken, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Kleines Haus, ja, wir wollen die Häuser durchsuchen. Gucken wir da mal rein. Auch wenn es die Kramer Family ist. Kimberley. Carola wird mal quatschen hier mit der Kimberley. Du hast nicht, was ich brauche. Dabei sind wir eigentlich ganz gut bestückt. Na gut. Oh ja, und Gummi. Ja. Gummi, Freunde, nehmen wir mit. Dafür lassen wir hier diesen Transistor nämlich hier zurück. Den brauchen wir nicht wirklich. Frage ist, ob wir die jetzt zurückholen mal. Die beiden. Ich meine, die haben Lebensmittelbrennstoff. Immerhin noch ein bisschen Pistolenmunition, noch mal ein Buch und so. Und auch hier Gedöns, Wolle, Leder. Das würde reichen, auch mal um was zu bauen. Also noch mal so eine Tasche. Ein bisschen mehr Gummi wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Warte mal. Eine ABC-Schutzmaske. Ja, ist immer die Frage, ja? Wie sehr reizt man es aus? Hier, die kann noch mal ein bisschen trainieren und die Kleine auch. So. Ach, das sieht auch gut aus. Ja. Da lassen wir das mal hier. Nehmen lieber noch den Schalter mit. Okay, wir gucken uns mal die Karte an. Ich verliere nämlich so langsam einen Überblick, wie es aussieht. Also. Wir haben den Jens und die Carola. Die sind aber hier schon
Die sind schon auf dem Rückweg. Das ist doch cool. Die gehen zurück und gucken sich. Die rufen mal zurück. Nicht, dass die hier nochmal hier. Die waren doch. Ja, die waren hier überall gewesen. Überall gewesen. Die holen wir zurück. Nicht, dass sie hier bei dem Haus nochmal alt machen. Wobei. Komm, die rufen wir ruhig zurück. Dann gehen die hier nämlich direkt auf direkten Wege zurück. Das ist ganz gut. Dann haben wir Margaret und Scott. Die Margaret, ja gut, die mit ihren bloßen Fäusten. Die laufen. Ja, guck mal. Ja, die. Die sind noch unterwegs, ne? Eisenbahngeschäft, Apotheke. Die haben noch ein bisschen was vor sich. Sollen sie mal machen? Ja? Sind nämlich auch keine Kramers. Falls die draufgehen, sollten wir jetzt nicht so katastrophal. Bringt ein bisschen Trauma, aber es dürfte eigentlich. Zumindest müssten ein paar von der Kramer-Family nicht der Katatonie verfallen. Und er ist jetzt hier eigentlich bei dem Haus, oder? Ach nee, ach da, bei dem Haus ist der erst, der Conny. Deswegen, der ist erst bei dem Haus. Alles klar, na der hat aber noch eine Strecke vor sich, Freunde. Alter Verwalter, und es regnet. Mensch, da müssten wir die... Vielleicht schaffen es ja Jens und Dingens gleich zurück. Dann würden wir sie nochmal losschicken. Mit einem Rucksack und einer ABC-Schutzmaske. Jetzt erstmal Fabrik und es ist eine Dreiergruppe. So, dieser verdammte Staub. Wir wählen mal den Scott aus, der ist ein bisschen diplomatischer und wir können auch handeln. Bitte was? Primitives Angebot? Ne, wir wollen euch nicht beleidigen. Na, mal gucken, vielleicht gibt es wenigstens ein bisschen cooles Zeug. Oh ja. Das wäre schon mal wichtig, die Nagelpistole, die haben wir noch nicht. Also wir können erstmal das Holz decken. Bums, das haben wir schon mal. Kunststoffstecken, zack. Streichhölzer lassen wir hier, nehmen die Nagelpistole mit. Leder ist wichtig, das können wir stacken. Leder nehmen wir mit, lassen die Nägel nämlich hier, nehmen das Leder mit, das brauchen wir nicht wirklich. Metall vielleicht lieber, eher statt Motor lieber Metall. Das ist die Frage, Freunde. Bücher 3, ich glaube, das wird aber ein bisschen effektiver noch, das Buchregal. Sollten wir schon mitnehmen. Dann lassen wir den Motor hier und nehmen lieber das Metall noch mit. Okay. Gut. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also ich muss erstmal pennen wahrscheinlich jetzt. Die Melissa. Kleines Eisenbahngeschäft. Okay. Ich muss jetzt auch erstmal pennen, ist in Ordnung. Und sie sucht sich das Bett aus. Das finde ich gut, dass sie quasi nicht hier das nächstbeste nimmt, den Schlafsack, sondern sich das Bett aussucht. Das ist eine coole Sache. So, gucken nochmal. Eisenbahngeschäft, okay. Gibt nochmal Kunststoff. Scharniere wären auch nicht schlecht. Aber steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste. Holz nehmen wir mit, Rohre nehmen wir mit. Machen wir auch voll. Scharniere. Eher noch Scharniere als die Schaltplatten vielleicht. Ne? Das brauchen wir hier für Fernglas und so Gedöns. Ja. Machen wir mal so. Ja. Ist okay. Jo. Wollen wir die zurückholen? Die haben immerhin eine Nagelpistole gefunden. Conny, ne, Conny ist ja noch, der ist wichtig. Na, so, Margaret und Scott, holen wir die zurück. Aber wir schaffen's nie bis zu diesem Scheißhaus. Ist doch nicht zu fassen. Apotheke waren wir schon, krass. Also hier sind noch die Häuser, die sind schon so halb auf dem Rückweg, mal ehrlich. Die sind ja hier schon, gehen jetzt hier noch da oben diese Häuser ab. Möchte ich zumindest mal reingucken. Ah. Die gehen zurück. Doch. Die lassen wir da reingucken. Guck mal, jetzt sind sie nämlich auch erst bei der Apotheke. 0 Tage. Ja, von wegen. Jetzt erst. Kapazität des Wasserlagers erreicht. Ist nicht so schlimm. Davon schleichen. Conny, schleich davon. Wenn sie dich nicht entdeckt haben, passt das schon. Wir müssen hier ein bisschen was reparieren. Werden dann mit der Melissa auf jeden Fall demnächst mal losziehen. Das Ganze, wie immer, in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.